Hallo, ich möchte heute ein bisschen über Miroloy sprechen, ein Buch von Karen Köhler, das derzeit auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht, was ehrlicherweise auch der Weg ist, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, obwohl ich sagen muss, dass mir wahrscheinlich dieses Cover in der Buchhandlung auch ins Auge gefallen wäre und diese nette Pappverpackung, die glaube ich auch ein bisschen die Folie ersetzen soll, die ja immer mehr Verlage versuchen wegzulassen. Dennoch kam es eben tatsächlich so, dass ich durch diese Longlist darauf aufmerksam gemacht wurde und dann kurz darauf auch schon ein, zwei positive Stimmen vernommen habe, was ja nicht unbedingt was zu sagen hat, aber was mich eben auf das Buch noch neugieriger gemacht hat. Dementsprechend durfte es jetzt mit. Ich habe direkt nach dem Kauf angefangen zu lesen und habe es innerhalb von 2 Wochen verschlungen. Gut, man muss dazu sagen, ich habe momentan auch Urlaub und hatte dementsprechend ein bisschen Zeit zum Lesen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich ansonsten natürlich schon etwas länger gebraucht hätte. Aber trotzdem, das tut ja nichts zur Sache. Ich fand es jedenfalls, wie ich jetzt vorab schon sagen kann, sehr, sehr gut und kann dem Buch nur wünschen, dass es zumindest noch auf die Shortlist kommt. Ob es gewinnt, ich wage es ehrlich gesagt ein bisschen zu bezweifeln, weil die Gewinner dann doch oft, ja, wie soll ich sagen, noch anspruchsvoller geschrieben sind. Denn auch das möchte ich zu diesem Buch sagen, und es klang jetzt gerade so wahnsinnig herabwertend irgendwie, dass Miroloy sehr, sehr gut lesbar ist für alle möglichen Leser. Und ich sage es deshalb dazu, weil es teilweise einfach immer noch so ist, dass sehr viele Bücher auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stehen, die nicht unbedingt leicht zu lesen sind, auch nicht unbedingt leicht zu verstehen sind, auf verschiedenen Ebenen, sei es der Schreibstil, sei es der Inhalt, sei es eine Kombination. Und das ist völlig in Ordnung, denn es gibt sehr, sehr viele Leser, die einen solchen Anspruch schätzen und mögen. Aber es gibt auch viele Leser, die gerne Bücher lesen möchten, die sich nicht erst mühsam erschließen möchten. Das gilt natürlich nicht nur für die Nominierten des Deutschen Buchpreises. Der Buchmarkt ist ja zum Glück sehr, sehr weit gefasst. Aber manchmal ist es eben immer noch so. Und ich hoffe, damit habe ich dem Satz, dass ich nicht glaube, dass dieses Buch gewinnt, ein bisschen die Herabwertung genommen. Ich wollte es eigentlich nur irgendwie so verpacken, dass man versteht, dass dieses Buch nicht nur grandios ist und wichtige gesellschaftliche Themen enthält, sondern auch noch gut lesbar ist. Was unter anderem, denn daran ist der Schreibstil auch ein bisschen angepasst, daran liegt, dass wir hier ein junges Mädchen haben, das die Geschichte erzählt. Oh. Die Geschichte, die mir gerade fast vom Schoß gefallen wäre. Ein Mädchen, das 16 Jahre alt ist, das keinen besonderen gebildeten Hintergrund hat, was unterschiedliche Gründe hat. Also man muss erstmal ein bisschen beschreiben, wo dieses Mädchen eigentlich aufwächst. Und zwar im sogenannten schönen Dorf. Es wird nicht besonders anders benannt, sondern das ist der Name dieses Dorfs. Das Dorf liegt auf einer Insel. Es gibt auf dieser Insel nicht viel mehr außer diesem Dorf. Es gibt noch einen kleinen Hafen und ein paar Hütten unten am Strand und sowas. Aber letzten Endes sind die Bewohner dieses Dorfes eben auch die einzigen, die diese Insel bevölkern sozusagen. Und wir erfahren im Grunde nicht, wo diese Insel liegt. Wir erfahren grundsätzlich auch nicht, in welcher Zeit die Geschichte spielt. Allerdings kann man durch einige Hinweise darauf schließen, dass wir uns in einer mediterranen Gegend befinden. Ich finde sogar, es klingt nach einer griechischen Insel. Letzten Endes ist dieses Dorf natürlich frei erfunden. Also man kann nicht davon sprechen, dass man als Leser unbedingt herausfinden möchte, wo dieses Dorf jetzt wirklich liegt. Aber es werden so ein paar Hinweise durch die Namen, durch das Wetter, durch die Umgebung, durch manche Speisen gesät, die einfach sehr, sehr griechisch angehaucht klingen. Wobei ich auch dazu sagen musste, aber ich kenne mich bei den griechisch-orthodoxen Sitten und Ritualen und ja, in der Religion einfach viel zu wenig aus. Für mich klang vieles, was hier eine Rolle spielt, viele Rituale sehr jüdisch tatsächlich. Aber es kann natürlich sein, entweder dass dem so ist und dass die Autorin da mit Absicht einiges miteinander vermischt hat, was ja völlig in Ordnung ist und was ich auch sehr zueinander passend fand. Oder es ist alles tatsächlich an die griechisch-orthodoxe Religion angelehnt, von der ich einfach ehrlicherweise nicht viel weiß. Vielleicht weiß es ja irgendjemand von euch. Auf jeden Fall wächst dieses Mädchen, lange Rede, kurzer Sinn, in diesem Dorf auf und ist aber in einer besonderen, allerdings nicht positiv besonderen Position, denn sie ist ein Findelkind. Sie wurde als Baby ausgesetzt in einer Bananenkiste. Niemand weiß, auch sie selbst nicht, wer ihre Eltern sind. Das belastet sie auch sehr.
Sie wurde vom Betvater des Dorfes gefunden, was dort eine sehr, sehr angesehene Person ist. Es gibt den Betvater, es gibt den Ältestenrat und diese bestimmen im Grunde, wie es im Dorf läuft. Er hat sie bei sich aufgenommen, er behandelt sie sehr gut, er ist freundlich zu ihr, er kümmert sich um sie, er verteidigt sie auch immer wieder gegen die Dorfbewohner, denn für die Dorfbewohner ist sie ein absoluter Außenseiter. Für die Dorfbewohner ist sie hässlich, sie hat keinerlei Rechte, weil sie keinen Namen hat, keine Eltern hat, gar nichts. Sie hat im Grunde keine Position in diesem Dorf, keine Berechtigung da zu sein. Sie sagen ihr sogar nach, dass sie Unglück bringt. Also sie wollen sie zum Beispiel nicht in der Nähe von Schwangeren haben, weil sie glauben, dass dann mit dem Kind oder der Schwangerschaft irgendwas schiefläuft. Und wenn sie zufällig mal an der Schwangeren vorbeigeht, im nächsten Moment passiert irgendwas, dann muss sie natürlich schuld sein. Also sie führt ein sehr, sehr schweres Leben. Gleichzeitig kann sie von den Dorfbewohnern jederzeit ausgeliehen werden für irgendwelche Arbeiten. Also dafür ist sie dann gut genug. Und das ist alles nicht so einfach. Und aus ihrer Perspektive wird das Ganze beschrieben. Und da sie nicht mal das Recht hat, einen Namen zu tragen, hat sie natürlich auch keinerlei Recht, irgendwelche Bildung zu erlangen. Das ist im Grunde für Frauen in diesem Dorf im Allgemeinen nicht ungewöhnlich. Sie können alle nicht lesen oder schreiben. Das sollen sie auch gar nicht erst lernen. Sie werden sehr, sehr klein gehalten. Sie haben nichts zu sagen. Sie haben sich um Haus und Hof zu kümmern und um die Kinder natürlich, von denen es maximal zwei geben kann. Auch das ist eine Regel in diesem Dorf. Und alles Weitere steht den Frauen einfach nicht zu. Dementsprechend ist ihr nicht vorhandener Bildungsgrad nicht ungewöhnlich, aber sie möchte eigentlich mehr lernen und mehr wissen und sie ist sehr neugierig und dementsprechend ist ihre Erzählweise vielleicht manchmal gleichzeitig ein bisschen naiv und unbedarft und der Satzbau manchmal sehr einfach, aber wie sie Dinge beschreibt und umschreibt in ihrer Umgebung ist manchmal sehr, sehr poetisch, vor allem weil sie die Dinge eben genauso beschreibt, wie sie sieht und wie sie sie fühlt, also im Grunde ganz ungefiltert, sie bemüht sich nicht um besonders schöne Worte oder sie hat gar nicht das Bedürfnis, irgendwelche Emotionen zu verstecken. Ihr ist da vor sich selbst natürlich, denn im Grunde ist das, was sie erzählt, ja wie ein innerer Monolog, ist da nichts peinlich. Sie hat da keine Hemmschwelle und sie hat ja ansonsten auch kaum Möglichkeiten, ihre Gefühle rauszulassen, weil ihr niemand zuhört, weil ihr niemand das gestattet, weil ihr im Grunde niemand zugesteht, überhaupt Gefühle zu haben. Und so lebt sie eben bei ihrem Betvater und dieser ist tatsächlich weitaus weniger konservativ, als er das Dorf glauben lassen möchte, denn er hat schon einer anderen Frau unerlaubterweise das Lesen beigebracht. Das ist eine ältere Frau, die sich auch sehr, sehr viel um das Mädchen kümmert und viel für sie da ist und eine Bezugsperson ist. Und er möchte es auch dem Mädchen beibringen, weil er glaubt, dass Wissen sehr, sehr wichtig ist. Ein bisschen im Sinne von Wissen ist Macht, obwohl wir alle, inklusive ihm selbst, wissen, dass sie damit nichts wird anfangen können, aber vielleicht hofft er, dass sich dadurch einige ihrer vielen drängenden Fragen ein wenig beantworten lassen. Und das führt uns auch so ein bisschen darin ein, dass dieses Dorf nicht, wie ich vielleicht anfangs glaubte, eine Art dystopische Welt ist. Also ich dachte anfangs, auch als ich den Klappentext gelesen habe, dass wir es hier mit einer Weltordnung zu tun haben, nach irgendeinem großen politischen oder sozialen Umbruch, wie man das ja auch aus anderen Romanen kennt, die sich auch sehr, sehr viel mit der Rolle von Männern und Frauen befassen, entweder in die Richtung, dass Frauen gar nichts mehr zu sagen haben oder dass Frauen sämtliche Macht haben. Da gab es ja auch einige Beispiele in der letzten Zeit, die ich auch gelesen habe, sondern es ist eben tatsächlich so, dass es eine andere, moderne Welt gibt. Es kommt auch immer mal ein Händler, der Waren aus dieser Welt bringt. Es gibt beim Betvater ein großes Lexikon, das ganz, ganz viel umschreibt, was außerhalb dieser Insel und dieses Dorfes liegt. Das heißt, das Dorf hat sich im Grunde dazu entschieden, ein wenig weltfremd zu leben. Sie leben auch ohne Strom, ohne moderne Annehmlichkeiten. Wie gesagt, sie sind sehr, sehr verwurzelt in ihren althergebrachten Sitten und Ritualen und Ähnlichem. Und es ist eben keineswegs so, dass die ganze Welt so lebt, sondern dieses Dorf tut es. Und es darf auch keiner dieses Dorf und diese Insel verlassen. Wer es versucht, wird geschnappt und schwer bestraft. Das hat auch das Mädchen schon einmal miterlebt und wurde so schwer bestraft, dass sie seitdem körperlich beeinträchtigt ist. Und so ist es eben für manche sehr, sehr schwierig, weil sie genau wissen, es gibt eine andere Welt und es gibt eine andere Möglichkeit zu leben, aber ihnen wird diese Option im Grunde gar nicht offen gelassen. Und jetzt versucht sie eben ein bisschen aus ihrer Welt auszubrechen, indem sie sich Wissen aneignet, indem sie
eben tatsächlich so vereinzelte, zarte Freundschaften und Bande schließt. Und das alles natürlich ganz im Stillen und im Geheimen, und das verfolgen wir mit. Und das ist im Grunde keine wirklich neue Geschichte. Es ist keine wirklich neue Geschichte, die hier erzählt wird. Wir haben eine in irgendeiner Form unterdrückten Person, die dann doch im Untergrund Dinge tut, die sie nicht sollte, und sich da so ein bisschen rauskämpft. Auch diese Gegenüberstellung von Frauen, die eben unterdrückt werden, und Männern, die die ganze Macht haben, das ist auch nicht neu. Aber ich mochte die Umgebung, ich mochte eben, dass es keine neue Weltordnung war sozusagen, sondern ein Dorf, das sich entschieden hat oder deren Menschen sich vor Jahrzehnten, Jahrhunderten entschieden haben, so zu leben und jetzt noch an den Folgen knabbern, das aber unbemerkterweise in unsere Welt integriert ist sozusagen. Ich mochte ihre Erzählperspektive, die sehr, sehr gefühlvoll war und sehr, sehr poetisch und die mich sehr früh schon mitgenommen hat. Und ja, das hat mich einfach sehr mitgerissen, muss man sagen, auch wenn es im Grunde eben nicht neu war und wenn man auch die ganze Zeit das ungute Gefühl hat, dass es eben auf sehr, sehr böse Geschehnisse hinauslaufen wird, weil man denkt, es kann doch niemals gut gehen, wenn jemand so sehr versucht, gegen die Regeln anzukämpfen, und es kann nicht geheim bleiben, und vor allem kann jemand, je mehr Freiheit er oder sie schnuppert, noch weniger mit dem Leben, was ihn oder sie in dem Fall zurückhält. Also das ahnt man schon die ganze Zeit, und das macht natürlich auch die Spannung dieses Buchs aus. Und es gibt sehr, sehr viele herzzerreißende Momente, wie ich finde. Also ich war emotional absolut mitgerissen und mochte es dementsprechend sehr gerne, auch wenn es nicht ganz neu ist, auch wenn die Perspektive eben manches Mal ein wenig naiv wirkt, aber dafür gibt es ja Gründe. Ich mochte die Beziehungen hier, die wir haben, die Freundschaften, die doch trotz allem eine Rolle spielen, und kann dementsprechend Miroloy sehr, sehr empfehlen. Also ich glaube, es gäbe noch so viel mehr zu sagen, und ich habe das Gefühl, ich kam in diesem Video schon von Stöckchen auf Steinchen, weil einfach ganz, ganz viel enthalten ist. Vieles, worüber man sich als Leser auch Gedanken macht und was vor allem dafür sorgt, dass dieses Buch auch, nachdem man es beendet, einfach noch nachhallt, was ich sehr, sehr schön finde. Es gibt durchaus gute Bücher, die dann aber auch relativ schnell wieder vergessen sind, was okay ist. Wenn man viel liest, kann man nicht alles ganz aktuell und detailliert im Kopf behalten. Aber dieses Buch schwingt noch nach und wirkt noch nach. Dementsprechend kann ich sehr empfehlen. Finde, es ist zu Recht für den Deutschen Buchpreis nominiert, und bin sehr gespannt, welchen Weg es da noch nimmt. Und ja, bin auch schon gespannt, ob ihr schon Warum verhaspel ich mich immer kurz vor Schluss? Es ist die Nervosität, dass es gleich zu Ende ist. Ich bin gespannt, wer von euch es schon gelesen hat oder vielleicht noch lesen möchte, oder vielleicht, das finde ich natürlich auch immer ganz schön, jetzt durch mein Video so ein bisschen drauf aufmerksam geworden ist, und hör jetzt auf, über dieses Buch zu schwafeln. Ihr kennt mich, wenn ich irgendwas toll finde, dann kann ich gar nicht mehr aufhören zu reden. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!